Sukha Kanjanasana, die einfache, die leichte Bachstelzenstellung. Vivian, Yogalehrerin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Hockstellung oder auch die Stellung mit gestreckten Beinen, Tadasana. Du hältst die Füße zusammen und hebst das Becken etwas hoch. Fersen berühren sich und die Zehen berühren sich. Und die Hände sind vor den Füßen. Die Hände fast zusammen, nur etwa 10 bis 15 cm auseinander. Und das ist dann Sukha Kanjanasana, die einfache Bachstelzenstellung. Kanjana heißt Bachstelze. Viele der Asanas sind auch nach verschiedenen Vögeln benannt. Insbesondere Daniel Lacerda hat viele Asanas gesammelt, die nach unterschiedlichen Vögeln benannt worden sind. Und dazu gehört dann auch Sukha Kanjanasana. Wenn du wissen willst, wie volle Kanjanasana aussieht, dann geh auf unser Wiki, wiki.yoga-vidya.de.